Jetzt vorher die Brezen. Oh. Oh, die schaut ja gut aus. Was hast du? Schaut gut aus. Schmeckt gut. Ja. Salz ist wirklich ein bisschen viel, aber kann man ja wegmachen. Kann man wegmachen. Das ist eine ordentliche Brezen. Was haben wir jetzt? Aha. Ah, das ist ein bisschen dicke Brezen. Nee. Nein. Nee. Da brauche ich mehr Hunger, bis mir die schmeckt. Die ist richtig trocken. Die kannst du gleich wegnehmen. Die brauche ich nicht. Nächste Brezen. Oh ja. Die schaut gut aus. Die schaut gut aus. Werden wir gleich sehen. Mhm. Die schaut besser aus, als es schmeckt. Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Mhm. Wir möchten die nächste brezen. Ja, wir haben noch Luft nach oben. Die schaut ja komisch aus. Die schaut ja aus wie vom Nikolaus. Schaut sie das mal an. Die schaut zwar komisch aus, aber sie schaut gut aus. Die ist ja steinhart. Die ist ja schön. Also an die erste kommt sie nicht dran. Naja. Tut mir leid. Die erste war besser. Was ging jetzt denn? Ich glaube, die wird mir schmecken. Ah, die schaut gut aus. Die schaut sehr gut aus. Na. Die schmeckt poppig wie nix. Was ich an der auffällig finde, ist, dass sie unglaublich nach Hefe riecht. Aha. Die gefällt mir nicht so gut. Oh, die schaut doch gut aus. Ich weiß nicht warum. Irgendwie schaut die schon wieder trocken aus. Die schmeckt gut. Ich finde nicht. Da ist sie gleich nur ein Stück. Die erste. Die war die beste. Dann kommt die da, die fand ich auch noch ganz gut. Und die drei waren bei mir ganz am Ende, ganz am Schluss. Meine Nummer 1 ist auch die. Mhm. Das war die beste. Mhm. Die war super. Das ist meine Nummer 2. Und das zeigt, das kannst du alles vergessen, das war die schlimmste da. Echt? Okay. Das war die, die schmeckt ja bloß nach Hefe. Die hat nach Hefe geschmeckt. Und die weiß ich jetzt nicht mehr welche. 4 und 5 ist ja wurscht. Ja, wir hoffen, unser Test hat Ihnen gefallen und wir essen jetzt den Gewinner auf. Ha 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 ha.